Herzlich willkommen bei der B2B-Wirtschaft. Es geht um die Zukunft und es geht um die Zukunft der Innenstädte. Herzlich willkommen, Mali Stargardt. Wir gehen eigentlich gleich ins Gespräch. Mali Stargardt ist Vorsitzende von Wir für Segeberg. Und ich beschreibe mal ihre Situation, weil die ist so beschissen, dass sie es wahrscheinlich gar nicht selbst beschreiben wollen. Bad Segeberg, kein Karl May, keine Veranstaltungen, Festivitäten. Aufgerissener Marktplatz, Autobahn angekündigt, die dann möglich macht, dass man direkt an Bad Segeberg vorbeifährt. Habe ich noch irgendwas vergessen, irgendwas Positives? Glaube ich nicht. Ah, vielleicht noch Corona? Habe ich vergessen. Corona kommt noch mit rein. Und da unterhalten wir uns über das Thema Zukunft der Innenstädte. Also eine Stadt mit nicht ganz 20.000 Einwohnern als Kreisstadt, die aber nicht so wahrgenommen wird. Und wir erscheinen ja im größeren Teil von Deutschland. Und darüber möchte ich gerne reden. Gibt es eine Targetlist, wo Sie sagen, so mache ich aus einem bescheidenen Umfeld für Bad Segeberg eine richtig tolle Innenstadt? Also diese Targetlist, die gibt es noch nicht, aber die wird es zeitnah geben. Denn wenn es etwas gibt, was uns momentan besonders macht, ist, dass wir trotz dieser Situation, wie Sie sie gerade beschrieben haben, den Kopf nicht in den Sand stecken. Weil im Grunde genommen, ich musste gerade schon mal schmunzeln, als Sie es gesagt haben, ja, es ist einfach eine Situation, die erscheint aussichtslos. Zweite Jahr in Folge, kein Karl May. Das heißt, wir werden deutlich weniger Besucher haben. Das ist grausam. Wir werden die Mai-Konzerte nicht haben. Die Besucher bleiben weg. Und ja, in der Innenstadt weiß im Prinzip keiner mehr, was haben wir eigentlich? Click and Collect, Click and Meet, doch offen, nur die Luca-App. Also was muss ich als Konsument gerade machen? So, und die Situation, die wir haben, ist, dass wir glücklicherweise gut im Austausch sind mit der Politik und der Verwaltung, um zu gucken, wie können wir trotzdem die Ressourcen, die wir in Bad Segeberg haben, gut nutzen. Wir sind darüber fast einig, dass in einigen Sachen Corona die Weiterentwicklung der Innenstädte ein Stück weit ja beschleunigt hat. Wir waren ohnehin schon in einem starken Kampf zu den Einkaufszentren auf der grünen Wiese. Wir waren in einem Kampf gegen den Online-Markt und da sind wir jetzt noch mal viel, viel stärker gekommen. Und das bedeutet, wir müssen einfach andere Dinge zukünftig denken, um uns gut zu positionieren. Ich muss den Witz einfach noch loswerden. Kopf in den Sand stecken ist bei aufgerissenem Marktplatz natürlich nah dran. Und um dem Publikum noch einen obendrauf zu sagen, Sie haben gerade Leichenteile gefunden von einem ehemaligen Friedhof, der dann damit aufgerissen wurde. Also das Ganze macht sich besser. Aber jetzt komme ich zu Ihnen und ich bin Händler in der Innenstadt und ich nehme jetzt mal den Bereich Mode, der arg angeschossen ist, wo vermutlich jeder sagt, T-Shirt, alles klar, Farbe angeben, vier verschiedene Größen bestellen, wird morgen geliefert, alles gut. Was würden Sie mir raten als Händler, um dort irgendeine Relevanz und Überlebenschance zu haben? Das schaffen wir. Einer alleine wird es zukünftig nicht mehr schaffen. Wir können es nur in einer starken Gemeinschaft schaffen, indem wir uns wirklich auch abgrenzen. Wir müssen klar machen, was ist das Besondere an unserer Situation in den Innenstädten. Wenn wir jetzt mal die akute Situation in Corona nehmen, dann bedeutet das, dass wir sogar einen Vorteil haben. Nur leider Gottes, weil so viele Menschen den Kopf in den Sand stecken, hat man das nicht direkt entdeckt. Denn wir haben den Vorteil zum Beispiel gegenüber den Einkaufszentren. In den Einkaufszentren müssen Sie derzeit sich auch in jedem einzelnen Geschäft registrieren. Also Sie haben nicht mehr einen Vorteil, dass Sie sagen, ich check hier jetzt gerade mal einmal ein und wenn ich rausgehe, wieder aus. Nee, Sie müssen trotzdem, wenn Sie in jede kleine Bude gehen, müssen Sie sich einzeln registrieren. So, aber Sie haben trotzdem den Nachteil, dass Sie die ganze Zeit
unter Dach sind. Das heißt, das Ansteckungsrisiko, wenn man davon sprechen will, ist ungleich höher als bei uns in der Innenstadt. Hier ist es viel weitläufiger, hier ist es viel gefälliger. Wir werden in Bad Segeberg wieder darauf antworten, dass wir auch unseren Stadtgarten in diesem Jahr wieder umsetzen werden. Das heißt, wir werden dafür sorgen, dass es kleine Ecken zum Verweilen gibt. Nichtsdestotrotz darf das nicht das Ende der Fahnenstange sein. Ich hake jetzt. Na klar. Wir wollen ja ins Gespräch gehen. Mhm. Das heißt für mich aber auch, wir sind Schleswig-Holstein, Schiedwetter, es fängt an zu regnen und so weiter und so fort. Also Corona ist ja auch irgendwann wieder weg. Das ist ja abzusehen. Mhm. Und noch immer bin ich der Modehändler und ich stelle mir die Frage, wie kann ich gegen den Amazon-Shop gegen anstehen, weil jetzt kommt ja die nächste Geschichte. Mhm. Wenn ich einen Laden habe mit 60, 80, 100, vielleicht sogar 200 Quadratmeter, mhm, habe ich ja gar keine Warentiefe. Ja? Das heißt, ich komme rein, wie bei mir, SE, Small Elephant, so, davon ist dann meinetwegen eine Hose da, aber auch keine anderen. Okay. Jetzt muss ich die weibliche Karte spielen. Also wir Mädels gehen nach wie vor am allerliebsten shoppen, weil wir dieses Shopping-Erlebnis haben wollen und wir wollen auch die Beratung vor Ort haben. Das ist der Grund, warum wir jetzt auch nicht all unser Geld in Online-Waren gesteckt haben. Das lässt ja wiederum hoffen. Aber das ist auch der Grund, warum Click and Collect etwas suboptimal gerade für die Bekleidungsgeschäfte lief. Weil dann hätte ich halt anrufen müssen, nehmen wir mal das Modehaus M&H, Michael Hähnchen, dann hätte ich den angerufen und hätte gesagt, hast du mal irgendwie 3 verschiedene Jeans, fotografiere sie mir mal ab und dann hole ich sie mal ab in meiner Größe und probiere sie zu Hause an. Das ist kein Shopping-Erlebnis. Es ist genauso, wenn ich online etwas aussuche, dann weiß ich immer noch nicht, wie ist das von der Haptik her? Wie fühlt sich das an? Und da ist unser Vorteil. Wir sind nach wie vor, wird es immer ein Stück weit stationären Einzelhandel geben. Also immer die Attraktion des Shoppens als solches haben und immer auch das Thema Haptik haben. Menschen wollen Dinge anfassen und fühlen. Ja, ich bin jetzt ja der Konterpart. Ich habe ja gelernt über den Einzelhandel. Einzelhändler handeln einzeln, deswegen heißen sie Einzelhändler. Mhm. Ziemlich einfach, aber stimmt. So, das ist ja genau das Problem. Dann gehe ich durch Bad Segeberg oder jede beliebige Stadt in Deutschland durch. Der eine hat von 12 bis 13 Uhr, der andere von 12 bis 14 Uhr. Einer hat von 13 bis 14 Uhr geschlossen. Dafür macht der nächste um 17 Uhr dicht, unter anderem um 19 Uhr. Wo stehen wir da? Wie macht Bad Segeberg? Also Einkaufszeiten ist tatsächlich so ein Thema, wo wir auch in Bad Segeberg noch Potenzial haben, um das wirklich zu schleifen. Wir haben die großen Ketten, die vor Ort sind. Wir haben kleine Geschäfte, die einfach auch, ja, ich sag mal, weniger Personal haben, um das grundsätzlich besetzen zu können. Das heißt, wir haben momentan auch keine einheitlichen Öffnungszeiten in Gänze. Also es gibt starke Überschneidungen, das ist auch schon mal ganz ordentlich, aber auch hier können wir noch besser werden. Was aber uns Segeberger wirklich von anderen Städten unterscheidet, ist auch, wenn man mal so über den Tellerrand in andere Städte guckt, ist es tatsächlich der Zusammenhalt. Wenn ich überlege, es ist egal, welche Aktion wir machen, von im Dezember Weihnachtsmann wecken über verkaufsoffene Sonntage, über Stadtgarten, über eine Stadt feiert Karl May. Wir binden immer mehrere Parts ein und versuchen das auch zusammenzuziehen. Wenn ich überlege, was hat sich auch verändert, seitdem ich 2016 den Vorsitz übernommen habe, das ist so, wir ziehen stärker zusammen und genau da ist unsere Stärke. Und das ist das, was ich meinte. Man wird die Zukunft nur dann gestalten können, wenn wir A, anders denken und B, wenn wir es wieder gemeinsam machen und nicht auseinanderrennen. Wenn wir Einzelhandel so betreiben, dann wird es nicht funktionieren. Aber jetzt komme ich wieder. Ich bin ja der Einkäufer, also ich möchte da was werden bei Ihnen und sehe die Problematik vor mir, wenn ich bei einem großen
Anbieter auf der Wiese, ohne den zu benennen, da fahre ich drauf. Da habe ich Parkplätze, die sind richtig schön breit. Und dann gehe ich los, zahle keinen Pfennig. Ich komme nach Bad Segeberg rein. Ich kenne keine Stadt auf der Welt, die so schnell eine Politesse irgendwie am Start hat. Ich glaube, die verstecken sich hinter jedem dritten Baum. Und dann habe ich ein Ticket von 15 Euro oder ich weiß nicht wie viel. Das wird mich jetzt nicht glücklich machen. Was macht Bad Segeberg dann? Also Herr Beusen, da hoffe ich auch. Und da sprechen wir jetzt leider Gottes falsch miteinander, müssen wir mit der Verwaltung reden, weil das ist genau meine Position. Also auch hier müssen wir uns verbessern. Wir haben vor Jahren in Bad Segeberg ist unser zentrales Parkhaus abgerissen worden. Wir haben wenig zentrale Parkmöglichkeiten oder zumindest immer noch gefühlt zu wenig. Und wir haben immer das Thema, ich muss im Vorwege entscheiden, wie lange will ich verweilen. Das kann ich gar nicht. Wenn ich überlege, jetzt trifft man mal eine gute Freundin, die man lange nicht gesehen hat in der Innenstadt, so zufällig, hey, dann will ich mich doch mal am Marktplatz bei Brotrock vorsetzen oder bei Micheli und noch mal einen Kaffee mit der Freundin trinken dürfen. Kann ich gar nicht, weil ich sagen muss, sorry, tut mir leid, mein Ticket ist gerade abgelaufen. Also hier muss es definitiv Verbesserungen geben. Nicht nur, dass der Einzelhandel, dass die Mitgliedsunternehmen bei Wir für Segeberg besser werden müssen im Punkt der Öffnungszeiten, sondern was die Parkplatzsituation angeht, brauchen wir tatsächlich die städtische Unterstützung. Sie haben Wir für Segeberg angesprochen und auch mit einem Weihnachtsmann wecken und so weiter und so fort. Das Dumme ist ja nur, wir haben noch 364 andere Tage im Jahr. Mhm. So, und während Amazon montags 7%, dienstags 9%, ja, also mittwochs irgendwie alles, kaufen Sie 2, zahlen Sie 3, habe ich dann, was weiß ich, 5 Aktionen pro Jahr in der Innenstadt. Also es wird immer Menschen geben, die online kaufen. Und das ist auch gut so. Und das sollten wir nicht verteufeln. Das ist so. Das ist eine bestimmte Generation, das ist eine bestimmte Art Mensch. Aber sie werden auch immer die Menschen finden, die eher in die Stadt gehen und Dinge anprobieren und ausprobieren wollen. Und was wir dabei nicht unterschätzen dürfen, ist einfach dieser Lustkauf. Das heißt, ich gehe in die Stadt, um andere Menschen zu treffen, um Begegnungen zu haben. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich momentan beobachte. Wir haben am Samstag ja nun glücklicherweise wieder öffnen dürfen. Und die Menschen sind so ausgehungert nach Kontakt. Menschen brauchen Menschen. Und Marktplatz hat man damals schon kreiert, damit sich Menschen treffen können. Und wir müssen umdenken. Wir müssen zum Beispiel unseren Wochenmarkt noch mehr in den Fokus nehmen und solche Dinge machen. Wir müssen gucken, dass wir attraktive Geschäfte haben. Wenn ich jetzt ein Beispiel nehme, wenn ich 3 Friseure nebeneinander habe, das ist für mich nicht attraktiv, wenn ich shoppen gehen will, ne? Sondern da brauche ich eben andere Geschäfte. Und wie gesagt, wir haben in Bad Segeberg zum Glück noch die Vielfalt. Aber jetzt kommt es drauf an. Wir müssen diese Vielfalt verdammt nochmal erhalten. Dafür müssen wir was machen. Können wir aber nur mit Verwaltung und Politik gemeinsam, wird die Wirtschaft diesmal nicht alleine schaffen können. Und wir kommen auch momentan nicht damit klar, wenn man sagt, hey, die Unternehmer müssen mal. Die Unternehmer können gerade gar nicht. Nach einem Jahr Covid-19 sind einige schon wirklich, ja, also liquide Mittel sind auf jeden Fall deutlich geringer geworden. Und jetzt brauchen wir eben andere Lösungen und kreative Lösungen. Kreative Lösungen können zum Beispiel sein, auch wieder etwas im Zusammenschluss zu machen. Ich bin kein Fan davon, momentan Riesenrabattaktionen zu machen. Da würde ich auch eher bei der Bevölkerung dafür für werben und sagen, hey, was habt ihr davon, wenn wir sagen, wir machen, Sie haben das gerade angesprochen, wir machen hier einen Rabatt von 10%. Ehrlich gesagt, wir beiden sind ja schon ziemlich lange im Geschäft. Wir wissen ganz genau, wie kalkuliert wird. Erst 10% rauf und dann 5% runter. Hervorragend. Damit ist niemandem geholfen. Dem Endverbraucher nicht und den Unternehmern erst recht nicht. Hier braucht es eine gute, faire Marktpreisgestaltung
Und ich als Konsument, also auch mal in die Haltung des Konsumenten gegangen, ich muss auch bereit sein, den Euro jetzt dafür zu bezahlen. Weil die Konsequenz wäre sonst, dann ist es zu. Und dann ist unsere Innenstadt dann nicht mehr so fein, dann ist sie nicht mehr so lebendig, wie wir sie bei schönem Wetter und belebt erleben. Wir haben gerade darüber gesprochen, über das Thema Amazon. Das heißt, ich gebe einfach eine Hose an, gebe die Farbe an und alles ist gut. Und ich habe 40 Angebote. Wie sieht es aus, wenn ich jetzt zum Beispiel genau das in einer Bad Segeberg-App suche? Also wenn ich bereit bin, nach Bad Segeberg zu fahren, bereit bin, vorher ein 3-Stunden-Ticket zu ziehen, weil ich nicht weiß, ob ich noch jemanden treffe. Und habe ich dann die Möglichkeit zu sagen, ja, es gibt 3 verschiedene Hosen, die für mich in Frage kommen. Und die kann ich bei den 4 Läden gerade mal angucken, die sind verfügbar. Derzeit noch nicht. Aber grundsätzlich haben Sie natürlich recht. Das wäre für mich wünschenswert, dass man durch die Stadt geht und am besten mein Smartphone piept, weil ich mir gestern online etwas angeguckt habe und sagt, übrigens, du bist gerade an dem Geschäft vorbeigegangen, wo die Jeanshose deiner Begierde noch im Stapel liegt. Übrigens in deiner richtigen Größe. Ne? Das wäre perfekt. Das ist Zukunftsmusik. Aber eins müssen wir auch verstehen, wir müssen die Leute jetzt da mitnehmen, wo sie sind. Der Einzelhandel hat durch Covid-19 extrem zurückstecken müssen und wird momentan gar nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, die Digitalisierung so voranzutreiben, wie sie es bräuchten. Das heißt, wir müssen viel stärker auf die Dinge setzen, die wir jetzt derzeit schon haben. Das heißt, was sind eigentlich unsere Kunden, die wir haben wollen? Und die Kunden, die wir haben wollen und die wir haben, das sind häufig die, die auch wirklich Lust haben, in das Geschäft zu gehen, denen eine Beratung wichtig ist, die nicht einfach nur das Smartphone nehmen und sagen, ich suche mir jetzt hier gerade was aus. Und da ist der Vorteil von Bad Segeberg. Also wenn ich überlege, was wurde mir die letzten Monate und die letzten 2 Jahre extrem auch zurückgespiegelt, dann ist es immer wieder so, dieses Bad Segeberg ist schön, wenn man reingeht, es ist einfach gemütlich, dass der Marktplatz jetzt gerade Baustelle ist, ja, so what. Aber es ist im Grunde genommen ja auch nur die Phase bis dahin, bis der Marktplatz noch schöner und barriereärmer ist. Also von daher sei es uns gegönnt, dass wir jetzt die Zeit zum Bauen dort auch nutzen. Ne? Mehr als gegönnt, aber wir reden ja in Lösungen. Mhm. Und bisher habe ich da noch nicht so viel mitbekommen, muss ich ehrlich sagen. Ein nächstes Thema für die Innenstädte, und da würde mich interessieren, wie Bad Segeberg damit umgeht, ist das Thema Angsträume. Mhm. Also eine Stadt, die man immer wieder hier erlebt, ist Itzehoe. Bundesweit mittlerweile bekannt, war früher eine unglaublich tolle Einkaufsstadt mit mehreren Fußgängerzonen nebeneinander. Heute sieht es ein bisschen aus wie Beirut nach dem ersten Beschuss. Ja, also da sind Häuser, die nicht mehr da sind. Da sind vermietet, nicht vermietet, nicht vermietet, mal vermietet, kann aber wieder neu belegt werden. Ein Vergleich zu vor 20, 25 Jahren, der unglaublich ist. Und mittlerweile sagen die Leute, gerade im Winter, das sind Angstträume. Also wenn sie bestimmte Straßenbereiche verlassen haben, dann nehmen die wirklich die Füße in die Hand bis zu den Malzmüller Wiesen, das ist ungefähr noch 1 Kilometer weiter, wo die Autos stehen, ein Riesenproblem. Wie lösen Sie das in Bad Segeberg? Na, da würde ich die Frage auch schnell wieder ins Rathaus geben wollen und sagen, wie löst das zukünftig auch eine Verwaltung für uns? Weil das sind genau unsere Forderungen. Und das ist nicht nur das Thema Angsträume in der dunklen Jahreszeit, sondern auch tatsächlich durch Randale, die zwischendurch passieren. Aber ganz ehrlich, Herr Beusen, wenn ich vergleichbare Städte so in der Größenordnung sehe, dann muss ich ehrlich sagen, dann hat Segeberg schon auch noch eine, ja, ist so gestaltet, dass es dort wenig Angsträume gibt. Also die Innenstadt selber, also gerade die Fußgängerzone, ist gut zu durchblicken. Auch hier wird jetzt das Beleuchtungskonzept nochmal verändert. Das weiß ich, dass diese Änderung jetzt ansteht. Also auch die Dinge werden mit bedacht.
Nur wir werden über Wir für Segeberg auch nicht müde werden, diese Dinge genau nachzufragen. Ne? Um diesen Vorteil, den wir anderen Standorten gegenüber haben, den wollen wir nicht aufgeben. Ja? Und wir haben das vielleicht auch noch mal so, wir haben ja diesen Vorteil, den haben wir ja nicht nur durch Kamai. Also ich will das nicht schmälern. Wir sind schon sehr glücklich mit unseren Cowboy und Indianern in der Stadt. Nur nichtsdestotrotz, wir haben diesen Vorteil auch, weil Segeberg gut gelegen ist, weil wir eine richtig gemütliche, schöne, kleine Innenstadt haben und weil wir uns diese kleinen Geschäfte mit unterschiedlichen Waren auch immer noch erhalten haben. Das haben viele Städte nicht geschafft. Viele Städte im vergleichbaren Raum, die klagen über Leerstände. Da sind wir deutlich besser geworden. Aber es muss aufhören, dass das unser Engagement als solches kostet, sondern das muss auch noch viel, viel flüssiger werden. Momentan sind wir Geschäftsinhaber selber immer mit unterwegs und gucken schon, wenn irgendwo ein Leerstand ist, was wäre denn nett zu haben, wen können wir dann ansprechen, wer könnte hier mal ein Geschäft aufmachen. Ne? Sie haben angesprochen, Beleuchtungskonzept. Man sagt den Unternehmen ja auch, den kleinen Unternehmen, ja, Mensch, bringt euch mehr in dieses merkwürdige Internet ein. Also es könnte sein, dass es nicht verboten wird. Nutzt es. Ihr habt da nicht nur die Bad Segeberger Innenstadt, sondern die ganze Welt. Ich erlebe aber gerade in den Innenstädten, dass die sagen, naja, unsere Leitung, die wir hier haben, ist von Anno irgendwas. So richtig Online-Geschäft kann ich hier nicht betreiben. Wenn Sie sagen, es verändern sich die Beleuchtungskonzepte, es gibt ja wunderbare Konzepte, wo man dann auch gleichzeitig Glasfaserkabel mit verlegen kann. Wie ist es denn da vor Ort? Haben die Geschäfte die Möglichkeit, sich dem großen Markt anzuschließen? Ja, also grundsätzlich schon. Also das ist keine, in der Innenstadt ist es wirklich keine Frage der Bandbreite. Was es bräuchte, wäre tatsächlich ein öffentliches WLAN durchgängig durch die Stadt, damit die User, die Anwender das auch nutzen können. Gar nicht die Geschäfte selber, die sind gut ausgestattet. Das ist nicht das Ding. Das Ding ist, es kommt immer darauf an, was wollen wir? Wollen wir, dass der Unternehmer jetzt auch einen Online-Shop macht? Einen Online-Shop bedeutet halt auch immer einen gewissen Aufwand dahinter. Das sind unterschiedliche Geschäftsmodelle. Das ist, als wenn ich einen anderen Beruf wähle. Also es ist ein Unterschied, ob ich mit 15, 16 entscheide, ich möchte gerne Friseurin werden oder ich möchte Anwältin werden. Das sind einfach zwei unterschiedliche Berufe. Und es sind auch unterschiedliche Berufe, ob ich Online-Anbieter werden möchte oder ob ich ein Einzelhandelsgeschäft mit Beratung haben will. Das ist ein Unterschied und es ist auch ein Unterschied in der Zielgruppe. Das heißt, wenn ich mich damit auseinandersetze, wie funktioniert eigentlich Neuromarketing, da muss ich erst mir überlegen, wer ist meine Zielgruppe und für diese Zielgruppe muss ich dann ein Angebot kreieren. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit eigentlich so ein bisschen rumgetrampelt auf Bad Segeberg. Man kann übrigens wirklich sehr gut da einkaufen, das ist wirklich sehr gemütlich. Aber wenn ich jetzt der Mode beispielsweise, der wäre, der jetzt Cappies verkaufen wollte oder was auch immer mit Indianern oder Cowboys drauf, das ist ein schlechtes Beispiel. Das geht wirklich nur als Regel. Was würden Sie mir sagen? Was sind die ein oder drei oder fünf oder sieben Punkte, wo Sie sagen, geh bitte nicht in eine Nachbarstadt, komm zu uns, weil hier bist du viel besser drauf. Was sind die Vorteile und wo können andere Städte sich was abgucken? Okay, das allererste, was ich eben sagen würde, ist die Unternehmergemeinschaft. Damit sind wir einzigartig. Also natürlich sagen wir uns auch mal unterschiedliche Meinungen. Hervorragend. Aber wir stehen auch in so einer Krisensituation zusammen. Wir überlegen uns Konzepte zusammen, wie wir es derzeit auch gerade machen. Die vorhin angesprochene Targetlist, die wir gerade entwerfen und sagen so, hier, so geht's weiter. Die Unternehmergemeinschaft, die ist, ich kenne keine zweite Stadt, die das so macht. Dann haben wir den Vorteil, dass wir durch den Kalkberg, durch die Veranstaltungen dort, ja, diesmal
ohne Karl May. Aber wir werden Karl May wieder bekommen. Und wir werden auch Konzerte wieder an den Kalkberg bekommen. Also das heißt, wir haben einen Standort dort, der uns immer Menschen in die Stadt zusätzlich bringt. Wir haben als großen Magneten für uns Möbelkraft. Möbelkraft zieht immer noch Hunderte von Menschen pro Tag nach Bad Segeberg und ist damit ein zusätzlicher Magnet. Und das Dritte sind unsere Kliniken. Wir sind ein Gesundheitsstandort. Wir haben immer viele Klinik- und Kurgäste da, die auch sehr gerne in unsere Innenstadt gehen. So, das heißt, was müssen wir machen für die Zukunft? Wir müssen gucken, dass wir das Angebot in den Waren beibehalten oder noch ausbauen. Es dürfen nicht zu viele, zu große und ich sag mal ganz provokant Billigketten dazukommen. Das ist nicht das Klientelkunde, was wir in der Stadt haben. Wir müssen unseren Marktplatz weiter und auch unseren Wochenmarkt weiter schick und als Attraktion machen. Das ist genau das, was die Leute heute wollen. In die Richtung müssen wir gehen. Und dann sind wir in Bad Segeberg schon richtig gut aufgehoben. Abgesehen davon, gucken Sie mal, Sie sind aus Kiel, aus Norderstedt, aus Lübeck, aus Neumünster, ultraschnell in Bad Segeberg. Wir haben eine funktionierende Stadt und können das wirklich alle Großstädte um uns herum so behaupten? So kuschelig und immer noch nicht nörgelnd und mit einem Lächeln im Gesicht, obwohl viele den Kopf in den Sand stecken? Ich glaube nicht. Ich bin gespannt. Thema Wirtschaftszukunft, Thema Innenstädte. Welche Konzepte haben die einzelnen Städte? Wir werden auch mit anderen Städten sprechen. Ich sage vielen Dank, Marli Stargardt, und hoffe, dass die Cowboys und Indianer bald wieder reiten. Das wäre so schön. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Beusen. Weitere Berichte und Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website www.b2b-wirtschaft.de.